Hallihallo und recht herzlich willkommen zurück zu F1 22, nicht 2022. Jawohl, die neue Saison steht an, 10 Rennen. Wir müssen mal gucken, was wir hier rausschmeißen, weil ich muss ehrlich sagen, ich war mit Abu Dhabi so unzufrieden. Ich fand dieses Rennen so ein Müll. Dass wir schauen müssen, was wir reintun. Le Castellet finde ich halt genauso langweilig. Österreich hat leider ein Sprintrennen mit dabei. Imola war es halt auch nicht so besonders, das Rennen, ne? Saudi-Arabien ist es auch nicht. Portugal können wir hier nicht nutzen. Das ist schade. Circuit of the Americas ist leider nicht fahrbar für uns. Japan genauso. Zandvoort ist auch nicht unbedingt nice. Ungarn, Hungaroring, nee. Schmeißen wir Frankreich da rein. Dann haben wir einen Saisonabschluss in Mexiko. Das ist eigentlich ganz witzig. Das stelle ich mir echt ganz witzig vor. Die 16 Rennen sind zu viel. Ach Gott im Himmel. Ah. Mexiko, Singapur, Italien, Belgien, Kanada, Spanien, Miami, Australien, Bahrain. Das sind 9 Strecken, die wir aktuell haben. Das heißt, uns fehlt eine 10. Abu Dhabi hat keinen Spaß gemacht. Brasilien haben wir das Problem, dass wir halt, wie soll ich sagen, ein Sprintrennen haben. Holland ist nicht nice, Ungarn auch nicht, Frankreich, ja. Ein Fehler bis zur neben der Strecke, aber du kannst immer noch mitfahren. Das finde ich immer noch bescheuert. Österreich, ja, haben wir ein Sprintrennen mittendrin. Das würde vielleicht gehen. Österreich ist auch immer so ein Ding, wo Safety Car kommen kann und so. Das könnte ganz witzig werden. Okay, diese 10 Rennen. Dann haben wir in Österreich ein Sprintrennen mit dabei zum Start der zweiten Saisonhälfte. Das ist ganz okay. Machen wir das so. Dann machen wir das doch so. Genau. Dann haben wir. Ach Gottchen. Jetzt haben wir das wieder. Ja, nee, passt alles. Kleidung gestalten. Nee, Teamdetails. Ferrari-Motor bleibt uns erhalten. Passt. Ach so, stopp. Was wir natürlich checken müssen. Wöchentlich 9600. Theoretisch 52 Wochen, oder? Muss mal ausrechnen, ob das der Unterschied ist. Das ist eine 500.000. Ne, wir haben tatsächlich von Schließe auf dem 6. ab tatsächlich mehr. Dann machen wir doch den. Okay. Weiter geht's. Teamteils Lackierungsauswahl. Können wir nicht anpassen, noch nicht. Den Rest haben wir schon gemacht.
Team Branding, weiter geht's. Nase ist fertig geworden. Wir müssen uns das erstmal kurz die Anpassung machen. Bei diesen beschissenen Sponsoren-Sticker da drauf, den wirklich kein Mensch interessiert. So. Dann planen wir kurz die Aktivitäten. Wir wollten auf Aerodynamik gehen erstmal. Und dann haben wir noch Fahrertrainingslager. Kriegen aber nur 1000 Ressourcenpunkte. Das ist wenig. Das ist tatsächlich wenig. F und E, stehen wir okay da. Wir haben einen Haufen Geld. Jawohl. Wir holen mal kurz die Ressourcenpunkte. Noch 3 Millionen übrig. Das passt. Jetzt haben wir kein Geld mehr. F und E können wir noch nicht machen. Red Bull ist ein bisschen stehen geblieben. Müssen wir schauen. Machen wir mal weiter. Die dritten Flügelklappen sind das Update, das jetzt kommt. Jetzt ist die Moral noch hoch, wir haben genügend Punkte. Es wird vorerst Radien erst fertig sein, das ist okay. Wir sind auf jeden Fall wirklich jetzt dran an allen, wenn ich mir das jetzt anschaue. Aktiv, F und E, wir sind richtig eng beieinander. Also die letzten 1, 2, 3, 4, 5, 6 Teams, Alpine drüber und Co. ist eine andere Klasse, ja. Aber schauen wir mal. So, das ist auch alles fertig. Und bevor diese Folge jetzt zu Ende geht, schauen wir jetzt natürlich nochmal kurz rein in F und E, was wir machen können. Wir haben jetzt hier natürlich Einrichtung Nummer 3. Das ist schon Bombe. Aber können wir noch irgendwo was mitnehmen? Nein, können wir nicht. 900 Punkte. Irgendwas, was nicht teuer wäre. 2000 Uhr Auspuff, Alter. Ja, das können wir zum Beispiel mitnehmen. Oder wir sparen und nehmen dann Nachbarreihen was Größeres mit bei der Aerodynamik. Das wäre natürlich das Ultimative. Aber ja, jetzt schauen wir uns mal an, wer wohin gewechselt ist. Bottas. 72 Konzentration, das ist eigentlich solide. 89 Tempo, 95 Aufmerksamkeit, 92 Rennen, 83 Erfahrung. Ja, kann man so mitnehmen, würde ich sagen. So. Perfekt. Fahrermarkt. Dann sortieren wir mal die Fahrer, würde ich sagen. Oder? Shall we? So, jetzt gehen wir nach oben. Und dann sehen wir gleich mal, wer wo fährt. Alfa Romeo, Mick Schumacher, Robert Schwarzmann. Kein Wechsel. Gasly, Tsunoda ohne Wechsel. Alpine hat einen Fahrer verpflichtet, der direkt aufhört. Bin gespannt, wer da kommt. Stroll? Fragezeichen. Ist es Stroll, der aufhört? Das wäre perfekt. Oh, wow. Oh, wow. Das ist eine ganz neue Fahrerpaarung. Magnussen und Ticktem. Okay. Und da bin ich mal gespannt. Leclerc Sainz, da ändert sich nichts. Uff, Haas. Guan Yu Zhou und Oscar Piastri. Ah. Bin ich gespannt. McLaren, Ricardo Norris. Hamilton und Russell.
Verstappen und Vettel hört auf. Oh boy, da steht nächstes Jahr richtige Fahrerwechsel an. Ach du grüne Neune. Albon und Latifi. Bottas. Also muss ich schon gestehen, wer fährt jetzt bei den anderen? Fährt Stroll bei Alpine mit? Ja, Stroll hört auf! Ja! Lance Stroll hört auf! Wie geil! Der Kanadier steigt aus und sagt nach dem Jahr im Alpine ist Schluss. Geiler Shit. Das heißt, Bottas hat nicht theoretisch, wenn er, gut, er fährt weiter. Nächstes Jahr Alpine-Cockpit oder sogar ein Red Bull-Cockpit frei. Nachdem Vettel aufhört. Wird es spannend. Uiuiui, da wird es richtig quer. Also nächsten Sommer wird es richtig quer. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass auch Ricardo zu Red Bull zurückgeht. Uff, das wird richtig interessant. Norris muss seinen Weltmeisterschaftstitel verteidigen. Oh, joi. Das wird ganz interessant. Aber jetzt natürlich, nachdem ich die Fahrerdinger kenne, schauen wir mal von unten drauf. Porsche, wir sind aktuell als Letzter wieder, haben aber im Vergleich zu den anderen, glaube ich, das beste Fahrerduo. Oh, Williams ist richtig stark geworden. Aston Martin, May, Alpha, May und Haas, May. Also die drei Teams werden richtig absinken, meiner Meinung nach. Williams mit Latifi und Albon könnte was werden. Alpha Tauri ist solide. Oben Alpine, Stroll ist mies. Ocon kann was reißen bei Alpine. Red Bull, ja. McLaren, ja. Mercedes, Ferrari, auch ja. Aber tatsächlich muss ich sagen, sehe ich Porsche hier von den Teams gegen Alpha Tauri um Platz 5 kämpfen. Der Rest ist Bullshit. Sorry. Also Williams Platz 6 gegen Alpine. Also Platz 7 in dem Sinn, weil Porsche und Alpha Tauri für mich Platz 5 untereinander ausmachen. Aber ich bin schon sehr gespannt. Muss ich gestehen. Bin schon sehr gespannt auf das erste Rennwochenende. Auch wenn wir jetzt hier wieder ganz unten stehen vom aktiven F&E-Verlauf, da kommen demnächst drei große Updates, die uns definitiv weiter nach vorne helfen sollen. Gerade muss ich einfach sagen, wenn ich mir jetzt hier die Aerodynamikabteilung anschaue. Pam. Das ist schon ein Riesensprung. Und wir machen nochmal so einen Riesensprung. Also nochmal, ihr müsst zwei so Riesensprünge vorstellen. Das sind nämlich, ja. Dann sind wir schon ein anderes Team. Also Bottas weiß schon, was er sich da angelacht hat. Und wir haben hier auch noch zwei, ja, ein kleineres und ein größeres Update. Aber wir sind nicht schlecht aufgestellt. Wir haben hier noch ein Riesen-Update mit dem Auspuff. Haben hier noch ein paar Updates. Ja, das wird schon, wird sehr interessant. Bin sehr gespannt auf die Saison. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, sagt Schau mit V. Ja, dann würde ich sagen, schauen wir mal, was hier rauskommt. Bis dahin, Tschüssikowski, bleibt gesund. Wir sehen uns.